Okay, dann, okay. Gut. Ja, Quatsch, nein, halt das da. Draußen ist ein Einbrecher. In das Mikrofon flüstern bringt ja nichts. Das Mikrofon in der in die Kamera flüstern bringt nichts. So rum. Weil die Kamera hat zwar auch ein Mikrofon drin, aber das ist nicht aktiv, weil das ist von der Qualität her genauso schlecht wie die Kamera selber. Von daher habe ich hier mir das. Hatte ich ja schon erwähnt gehabt, ich habe hier so ein extra so ein Anklipsmikrofon, habe ich mir ja an den Tisch geklipst. Ja, gut. Ich könnte übrigens gerade, fällt mir gerade ein, mal ein Video machen, wie das funktioniert. Unter dem wir mehrere Versionen parallel installieren. Ach, das könnte ich schon machen. Egal. Erstmal hier spielen. Warum ist die Qualität? Warum schon das hier so? FPS, wie da. Sieht ja nicht gut aus. Oh, Alter, 20 Bilder pro Sekunde. Wollt ihr mich ficken? Wollt ihr mich ver. Neuer Rekord. 2 Bilder pro Sekunde. 1 Bild pro Sekunde. Yay! Das Problem ist, ihr seht es jetzt nicht mehr, weil er mein Overlay ist. Es ist witzig. Warum, was ist hier, was? Okay. Wie war das? Das war hier, ne? Jawoll. Guck mal, was ich sehe. Eine fucking Autoshotgun. Vielleicht mal speichern. Und jetzt, Alter, das ist ja, was stockert ja hier sowas von abartig. Bilder pro Sekunde. Das ist ein Witz. Oh, wir haben gerade 20 Leben bekommen. Warum das? Oder hatten wir das schon? Keine Ahnung. So, also speichern hier. Alter, was ist denn hier los? Wieso stockert das so extrem? Wurden jetzt durch den Upgrade und Downgrade irgendwelche Einstellungen falsch gesetzt? Ich guck mal kurz rein. Open the air picture. Off. Freakish. Down. Ah, das ist schon wieder raus. Okay. Na, das ist halt immer das Problem, wenn man die GZ-Version upgradet oder downgradet. Die nutzen ab und zu mal verschiedene Werte für die, also verschiedene Einstellungen. Und dann wäre natürlich, wenn man die alte Config-Datei übernimmt, was ich dazu, kann natürlich sein, dass die Einstellungen über Bord geworfen werden. Aber wie gesagt, das ist ja gerade schlimmer als hier stockert. Das ist alles richtig. Gut, gehen wir mal bei Grudeldum rein.
Also noch aktiv. Warum stachelt es dann so extrem? Ist ja hier beängstigend. Wow. Da ist wohl einer ganz eilig. Heute steht das Arbeitsamt. Wenn alle Ärzte so fleißig werden wie die hier, das ist ja ein Träumchen. Habe ich die nachgeladen? Ja. Ah, falsche Taste! Oh Mann, ey. Ich hatte ja noch die in der Hand und wollte praktisch Rechtsklick für Einzelschuss. Da hatte ich aber schon auf die andere gewechselt, womit ich praktisch einfach nur anzoome. Was natürlich im Kampf nicht sehr effektiv ist, wenn die direkt vor ihm stehen. Aber es kommt mal her. Bam! Bam! Geht doch! Warum sind die so schnell? Mach mir Angst. Ja, das Secret habe ich immer noch nicht herausgefunden. Wisst ihr was? Weil wir gerade dabei sind. Lennox-Kurs. Ich will es mich jetzt einfach mal wissen. Das kann ja nicht angehen hier. Ich weiß, das ist Cheaten, aber... In meiner 20-jährigen Karriere als Extermination Day-Spieler habe ich das bis heute nicht herausgefunden. Das triggert mich. Und deshalb brauche ich Gewissheit. Aber ich sehe immer das durch. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Alter, wie viele habe ich denn hier? Was tue ich? Hä? Ja eben, wieso wird das hier alles dreimal angezeigt? Alter, wollt ihr mich hier verarschen? Geht doch. Da. Hä? Das wird hier immer nur einmal angezeigt. Manche Sachen werden aber dreimal angezeigt. Slade, was ist mit dir los? Hast du ein Virus? Brauchst du einen Arzt? So, und zwar gucken wir jetzt mal in die Map rein. E-Day Maps. Das ist jetzt, ich habe keine Ahnung, welche Map haben wir gerade gespielt. Map 9. Map 9. Achso. Okay, E-Day 9. Da hier. Halten sich auf was Wichtiges. Warum hätte ich das nicht? Ist mir aber gerade egal. Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, dann gehen wir mal rein. Okay, jetzt haben wir hier die Map. Wo starten wir? Hier starten wir. Gott, Alter, für 8 Player. Das ist das da. Okay. Ja, das ist die Frage. Niemand sieht keine Verzweigung. Das ist ja hässlich. Das hier sieht man. Aber es ist nichts hiermit verknüpft. Boah, was ist das?
Aber wenn nichts damit verknüpft ist, wie soll man die denn aufbekommen normalerweise? Da muss doch irgendwas geben, um das Ding zu aktivieren. Genau, das ist das da. Kennen wir ja auch schon. Hier ist der Schalter. Genau. Das Ding macht das da auf. Da kennen wir auch alles schon. Mehr gibt's hier aber auch nicht. Ach so, ja, genau. Ja, das ist dieses Typische, wenn man hier hinten steht, das ist praktisch das, wodurch die Tiere mal rein teleportiert werden. Wenn man hier hinten steht, dann sehen einen diese Enemies praktisch durch diesen Gang hier. Das ist ja auch der Grund, weswegen die immer hier so einen komischen Gang haben. Und dann versuchen die zu einem hinzulaufen. Und genau damit laufen sie praktisch zu diesem Teleporter und werden hier alle rein teleportiert. Oder halt später dann hier rein oder wo halt auch immer. Hier, da, hinter, werden sie alle schön hier in die Map teleportiert. Das ist das, wenn man hier diesen blauen Schlüssel einsammelt, dass hier nicht so viele Gegner in die Map reingespawnt kommen. Genau das ist das. Aber ich krieg diese scheiß BFG nicht raus. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Was ist das hier eigentlich? Ja gut. Sei auf Champions. Nein. Nein, alles ja. Lassen. So. Okay. Kein Exkurs, der nichts gebracht hat. Schade eigentlich. Aber gut, was soll man machen? Ist ja nicht so. Das hat sich jetzt nicht geahnt. Schade eigentlich. Tja, ich hab keine Ahnung, wie wir da in die BFG rankommen. Ja, wir werden weiterhin cheaten müssen. Vielleicht gibt's doch gar keinen Weg rein. Vielleicht ist einfach nur so als Hallo, ich existiere zwar, aber ich bin unantastbar. Ah, sind doch keine Beauty Bitch. Gut, wieder für die Stöckerpartie. Oh mein Gott, 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 komm her, du kommst jetzt sowas von her, komm her. Ich hab hier eine super Shotgun. Die wird dir gefallen. Ja komm, geht doch. Der reagiert nicht. War ja bereits einer, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, da ist ja noch einer. Boah, Alter, what the fuck, ich muss hier raus. Soll ich da was? Nein. Wow. Der stockert hier so. Please let me alone. Nein! Warum stockert das so? Was ist hier los? Jetzt mach doch mal. Das kann doch nicht nur an dem spiegelnden Boden hier liegen. Was ist denn hier? Was hab ich denn? So, also, mal schon her. Ja doch. Da kommst du vielleicht doch mal. So, wo kam jetzt dieser Lost Souls her? Oder kam der auch von hier? Muss ja, ne? Ah, da ist einer von diesen...
Der hat die Granate gedroppt. Hallo! Ich hab was für alle hier. Ja, genau, macht ihr nicht, wenn ich. Ja, nicht mich! Ihr sollt mich gegenseitig fertig machen! Ah ja, da kommen die, da kommen sie. Die scheiß Lost Souls. Komm her! Wichser, ich fick dich in den kleinen, ungeschminkten Arsch! Krieg, interessant. Ich will diese scheiß BFG haben, das kann doch nicht wahr sein. LOL. Das kann doch nicht hier angehen, dass ich die scheiß BFG hier nicht rausbekomme. Und es kann auch weniger angehen, dass das Ding hier vor sich hin stockert. Scheiße. Der lebt immer noch! Wurmsohn! Komm her, bleib mal stehen hier! Ich fick den mal. Dankeschön! Ah, wir haben wieder ein paar Raketen hier. Dankeschön! Ich wollte übrigens mit der Munition hier sparen. Ich nehme mal lieber die Schrotflinte hier. So, siehst du, wäre hier sowieso besser. Hier kommen nämlich erstmal wieder ein paar. Nein. Das da. Oh mein Gott, oh mein Goodness, oh mein, du Scheiße. Was denn? Das ist doch nicht mehr normal hier. Habe ich jetzt beide Pikis mit einmal abgeschossen? Ich dachte, der hintere hält die scheiß Hulda auf, aber ich habe beide abgeschossen. Das ist so deprimierend. Meine Fresse, kommt mal her hier. Kommt alle her. Kommt, ich brauche alle einzeln fertig hier. Manuelle Abfertigung. Ja, genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Geht doch. Aber nein, beim ersten Mal muss ich aus Versehen beide abschießen hier. Vollidiot. Komm, na, was machst du denn da? Komm jetzt her, du kommst jetzt sowas her. Boah, Alter, was für eine Stockerparty. Ey, dass ich das gerade überlebt habe, das war ja eher Glück im Unglück. Glück. Alter, ich fick euch alle. Da ist ja noch einer. Nein, das war... Oh Mann, Alter, warum liegst du? Nein. Ich muss mich erstmal schick machen. Warum? So, was sind jetzt diese Kack-Imps? Pinkies. Spektre. Ach, hier. Jetzt sind sie wieder da drinne. Wollt ihr mich ver... Ja. Ah, okay, die kommen von alleine auch raus. Das ist ja hässlich. So, jetzt kommt erster Kakodemon. So, dann sollten jetzt gleich die Pinkies kommen, die Spektre. Ah! Oh, halt da. Alter, komm, leck mich doch. Unverfrorenheit, ey. Ich hab sowas von keine Lust mehr. Wie viele gibt es denn da? Warum sieht man die Viecher nicht? Wo ist jetzt schon wieder der zweite hin? Oh, Alter, Leute, wenn ich wegrenne, kommen sie alle. Und wenn ich von Hals darauf zugehe, da kommt keiner mehr. Kann doch nicht euer Scheiß ernst sein hier. Na komm. Boah, Alter. Ist hier nicht mehr normal. Hä, das waren doch jetzt drei. Alter, ich werde hier gleich verrückt. Ich habe mir zwei umgebracht. Wo ist der dritte?
will das alles nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Ich schaff das nicht. Ich bin zu alt für sowas. Fuck you. Okay. Habe ich den wahrscheinlich irgendwie mal aus Versehen jetzt gerade viel mit umgebracht, als ich einen abgeschossen habe? Ich habe keine Ahnung. Ist da noch einer? Ja, komm her. Dankeschön. Endlich mal normale Leute hier. So, versuchen wir mal jetzt Dinge. Ah, nee, müssen wir erstmal das Ding. Alter, oh, das ist hier so Stockerpartie. Das ist ja alles so Stockerpartie. So, erst das Ding aufmachen, jetzt hier hinrennen, jetzt muss ich das hier drücken. Ich hab verkackt. Ja, ich hab verkackt. Nochmal das Ganze, erst aufmachen, dann wegrennen hier. Oh, ich hab schon wieder verkackt, Alter. Check, check, meine Mami. Oh, erst mal warten. So, gut. Ja, jetzt, was ist hier so? Ich hab so fast gefallen, aber ich war perfekt. Das war doch perfekt, oder nicht? Man leckt mich am Arsch. Ich hab mich wieder aufgepowert. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Komm her. Ja, so. Geht doch! Meine Fresse, ey, das ist ja... Also das Secret hier, das ist echt ein bisschen hardcore getimed, ne? Was jetzt? Da. Holy moly. So, haben wir endlich mal ein paar Plasma-Waffen hier. Achso, jetzt geht's ja hier weiter. Oh Mann, ey, Alter, das ist schon ganz schön. Ah, sieht gesund aus. Oha. Na komm. Gut, damit haben wir jetzt den Geldschlüssel und können jetzt endlich mal in den Komplex hier. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich damit wieder selber umbringe. Ah! Nö, ging sogar. Falsche Waffe. Das stockert hier so. Warum stockert das so? Warum macht man sowas? Wer findet ein Spiel, das stockert? Oh, fuck you, bitch. Wow. Alter, was schreien hier so rum hier? Oh, ja. Warte. Oh.
Das ist nicht mehr normal, das ist echt nicht mehr normal hier. Das Problem ist, wenn es extrem stockert. Ich will immer nur ganz kurz nach rechts gehen, weil macht Sinn. Aber weil die Taste ja immer für so lange registriert, wie eine Frame dauert, denkt er, dass ich die Taste einfach mal eine Viertelsekunde drücke und damit gehe ich einfach 3 Meter nach links. Jetzt geht's. Einigermaßen. Alter, ich glaube, das ist erstmal das letzte Level, was ich aufnehme. Dann werde ich erstmal warten, bis sämtliche. Ach du Kacke. Bis sämtliche Uploads und Downloads und was noch im Hintergrund läuft, beendet ist. Irgendwie ziehen die Internet Explorer, die Internetbrowser ganz schön an der Leistung. Ist aber immer das gleiche, ja? Solange man Komponenten benutzt, die Linux intern sind, alles wunderbar. Und zum Beispiel eine Anwendung von Drittanwendern drauf hat. Oh, ja, okay, wollte ich gerade mal. Hat man es nur noch mit Anwendungen zu tun, die für alle möglichen Scheiß super viel Leistung brauchen. Ich meine, warum braucht man es für eine Seite, die einfach nur Videos hochlädt, so viele Ressourcen, dass alles andere dabei stockert? Das ist einfach, also ich weiß nicht, also wenn ich so ein Programm auf den Markt bringen würde, komm. Okay, jetzt kommt noch der Taco-Demon. Was? Ist hier noch einer? Na komm. Was? Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Was ist das jetzt so? Gut. Warum sieht der mich? Alter, die auch. Das geht doch hier nicht mehr mit rechten Ding zu. Die sehen mich alle. Ich werde einfach von fucking jeden gesehen. Oh, Alter, das ist ja. Nee, das ist nicht mehr normal. Bringt alles nichts. Na gut. Achso, ich muss erstmal die umbringen. Oh.
Okay, mach mal. Ah, super. Ja, nee, kann ich vergessen. Ach Mann, das ist doch scheiße. Ich wollte mir gerade noch mal die andere Perle holen, mit der ich unsichtbar bin, in der Hoffnung, dass ich dann hier mit den ganzen Gegnern hier eine bessere Chance habe. Aber geht nicht, weil die Tür ist gesperrt. Das bringt alles nicht, das ist alles zu wenig. Normalerweise schießt ja die Autoplasma immer ein bisschen automatisch, heißt also normalerweise wäre sie jetzt bei dem roten Viech nach oben geschossen. Aber wenn man es natürlich braucht, dieses Feature, ist es natürlich nicht mehr da. Oder habe ich Auto-Aim deaktiviert? Nein. Oh, was mache ich denn hier? Ah ne, ist aktiv. Es ist einfach nein, es ist einfach nicht mehr schön. Sorry. Aber das geht so nicht. Der Terno wird immer noch. Ah, okay, jetzt hat er abgebrochen. Sehr schön. Das kannst du doch nicht spielen, das geht doch nicht.
doch! Meine Güte! Alter! Na komm! So geht das! Holy moly, Alter! Ich hätte nie gedacht, dass ein Internetbrowser dafür sorgen kann, dass ein Spiel so stark stockert. Autsch. Hä, wo ist diese Rüstung hin? Hab ich jetzt die Rüstung aufgenommen? Die brauchte ich noch gar nicht. Achso, die war da vorne. Scheiße, die war gar nicht da. Da liegt mich doch in aller Marsch. Ach ja, da war ja was. Ja, komm. So. Beidhändigkeit geht ja bei der Waffe nicht, daran muss ich mich echt gewöhnen. Vor allem aufgrund dessen, dass es ja funktioniert, es geht ja, aber es geht halt, es sollte halt nicht gehen. Vergisst man das halt immer wieder. So. Oh, Alter, das ist nicht schön. Ups. Erstmal hier. Haben wir? Nächstes Mal einen Waffencheck machen hier. Da ist nicht nachgeladen. Die ist nachgeladen, die auch. Doch, ist soweit alles nachgeladen. Okay, okay. Ja, eben, es kann auch sein, dass die Dinger hier skriptgesteuert sind. Die Möglichkeit besteht natürlich auch noch, weil eben, das mit den Schaltern, das lässt ja nur Wände hochfahren. Hier sind ja aber gar keine Wände, sondern hier sind ja diese komischen Dinger. Kann durchaus sein, dass es skriptgesteuert ist. Oder es ist wirklich, wie gesagt, so, dass es supported ist bei unantastbar. Also, dass man da halt, ja, dass man das Ding halt quasi gar nicht bekommt. Da, das Ding wollte ich haben. Arschloch. Gut, wir haben relativ gute Werte. Ja, wow. Brauche ich noch mal eine blaue Rüstung. Was eine Verschwendung. Dann auch nochmal eine grüne. Nur grüne Rüstungen. Leute, wir brauchen Rüstung. Und keine Rüstung. So, jetzt haben wir die blaue Karte und die gelbe Karte. Wo können wir. Ach so, das war's schon. Ja. Ha. Okay, ab ins Ziel. Achso, oder hier sind ja auch nochmal ein paar Gegner. Ah, wo sind alle die Gestirte am dümmsten? Die haben von allen noch so wenig Munition, ey. Das ist ja beängstigend. Ich hätte doch schon gerne ein bisschen Nachschub hier, was für manche Sachen angeht. Naja, ist halt durch die Stockerpartie, dank dem Internetbrowser, haben wir natürlich immer Unmengen an Munition verschossen. Und das sieht man jetzt natürlich hier auch am Stand.
Ah gut, okay, lassen wir das. Gut. Dann, ich nehme ich einfach mal... Ja, komm, fuck off. What? Ich war doch gerade mindestens 30 Meter davon entfernt. Oh oh, die haben mich bemerkt. Kein Kommentar, kein Kommentar. So, Feierabend. Und was lernen wir aus dem Video? Nie wieder eine Aufnahme machen, wenn ich Sachen uploade gleichzeitig. Ich meine, es ist ja zum Glück bloß das letzte Video abgebrochen beim Hochladen und das hat auch gerade erst angefangen mit dem Hochladen, von daher war es jetzt zeitmäßig nicht so ein Verlust. Aber das Traurige dabei ist, dass der Internetbrowser einfach, also hier Chromium, weil der ist eigentlich ultra ressourcenschonend, wenn er so an sich läuft. Der läuft super flott. Aber er bremst halt andere Programme extrem aus. Und das, obwohl er nicht mehr CPU-Leistung braucht. Also, der scheint diese, also ist ja praktisch Tastatureingaben und Mauseingaben läuft der intern über einen Input-Server. Der praktisch dann die ganzen Eingaben an das aktuell aktive Programm verteilt. Oder aber auch für solche Sachen wie zum Beispiel Shortcuts an andere Programme weiterreicht. Je nachdem, welches Programm sich auf welche Shortcuts gerade registriert hat. Und diesen Server scheint dieses Chromium so extrem auszubremsen, dass auch alle anderen Programme, was die Eingaben angeht, abartig drunter leiden. Also, das war ja, wie gesagt, was die Eingabe anging, das war ja Stockerpartie. Also, vor allem dadurch, dass halt das Spiel immer auf die Eingabe wartet, halt darauf, dass alle Eingabequellen und Ausgabequellen verarbeitet sind, stockert halt das gesamte Spiel dabei. Also, ist schon nicht gerade... Nee. Na gut, wir haben es ja jetzt letztendlich doch geschafft, nachdem ich den Browser beendet habe. Von daher würde ich mal sorgen. Oh, schalt noch Folge. Ich habe ehrlich gesagt, dank dem Browser habe ich jetzt mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr. Ah, schau, vielleicht nehme ich nachher noch ein bisschen meinen Test auf. Ah. Oh doch, so machen wir das. Also mit Brudelum habe ich erstmal quasi Schnauze voll. Okay, jetzt kommt doch gerade sowieso die Sonne raus. Dürfte man an meinem Gesicht sehen. Ja, dezent, man sieht's. Hell. Von daher ist das Spiel zwar sowieso erstmal wieder vorbei. Hütchen, da würde ich mal sorgen, sieht man sich denn bei Zeit denn wieder. Schau mit V.